Der Jahrestag der deutschen Einheit wurde überschattet von weiteren Gewaltakten gegen Ausländer. Im niederrheinischen Hünxe erlitten zwei libanesische Kinder schwerste Verbrennungen. Ein massives Polizeiaufgebot hat die ausländerfeindlichen Krawalle in Rostock vorerst beendet. Gewalttäter, die offenbar aus der rechtsextremistischen Szene kommen, haben vergangene Nacht 3 Menschen umgebracht. Und dann kommt Solingen. Und Solingen ist noch 28, 30 Kilometer von uns entfernt. Ja, das kam immer näher. Genau. Solingen, Samstag, 29. Mai 1993. Eine ganze Familie, 5 Tote, 3 Schwerverletzte, so die grausame Aufrechnung nach dem Anschlag. Hatice Gensch kommt zum Tatort. Ihre Töchter Simon und Julia sind tot. Schon bald ist klar, der Brand wurde gelegt. Ein weiterer Anschlag auf Ausländer nach den Terrortaten von Hünxe und Mölln. Mölln und Solingen sind ein Wendepunkt gewesen. Und das hat natürlich das Gefühl gebracht, dass jeder es sein könnte. Ist jetzt eine neue Dimension. Bleibt das jetzt so? Sollen wir uns bewaffnen? All diese Ängste ploppten natürlich auf. Doch schon am Tag nach dem Angriff wird aus Trauer Wut. Das Problem bei türkischen Kids in Deutschland ist, läuft sich hier ab irgendwie. Also speziell nach den ganzen ausländerfeindlichen Angriffen gegenüber der türkischen Bevölkerung hat sich bei vielen türkischen, also nicht nur Kids, sondern auch Teenies und jungen Erwachsenen, eine Art Minderwertigkeitskomplex im Kopf eingepflanzt. Irgendwie. Und wir versuchen da dagegen einzugehen. Ihr habt ein Recht hier zu leben in Deutschland, eure Eltern, eure Großeltern sind hierher gekommen, haben einen großen Beitrag dazu geleistet. Ach, Deutschland wollte den Lebensstandard, den es hat. Deswegen seid ihr nicht im Unrecht hier und kein Mensch hat euch das Recht, euch zu vertreiben. Diese Wut, die gehört einfach zu der Musik dazu oder hat dazugehört. Das ist Hip-Hop, das ist Rap und das muss eigentlich Gewalt kommen. Du kannst einfach nicht sagen, kannst du mal hier so aufhören, die türkischen Häuser anzugucken? Das funktioniert nicht. Du kannst ja nicht irgendwie so einen Dialog führen. Das geht nicht. Rap war für uns ein Motor, uns dagegen zu wehren. Also in Solingen waren wir noch auf der Autobahn, als man haben die Autobahn gesperrt mit ganz vielen anderen Menschen. Es haben Reifen gebrannt etc. Aber wir hatten nur mal die Kunst. Mein Name ist Ahmet Gündüz. Lass mich erzählen euch. Du musst du gut schon zuhören. Ich kann nichts, sehr viel Deutsch. Ich komme von der Türkei. 2 Jahre hier und ich viel gefreut. Doch Leben hier ist schwer. In Arbeit Chef mir sagen, Kanake, hey, wie geht's? Ich sag dann Astrid, doch Arschloch nichts versteht. Mein Sohn geht in Schule, kann schreiben, yes. Lehrer ist ein Schwein, er gibt ihm immer 6. Gestern, ich komme von Arbeit, ich sitze in der Bahn. Da kommt ein besoffener Mann und setzt sich nebenan. Der Mann sagt, öff, du Knoblauch stinken. Ich sage, ach egal, du stinken von Trinken. Verstehst du jetzt, was ich meine? Wenn ich hier lebe, dann möchte ich hier leben als Mensch und nicht als Arschloch. Wenn die uns diese Achtung nicht geben, dann müssen wir sie uns verschaffen. Nach der Wende haben sich die Rechten einfach formiert, waren gewaltbereiter, waren aktiv. Und so sind dann auch die Gangs entstanden. Es war wirklich so eine Art von Selbstschutz, so dass man gesagt hat, okay, ich laufe nicht alleine rum, sondern laufe nur noch in Gruppen rum, weil es diese Überfälle gab halt. Und das war wirklich so Sign of the Times. 36, das waren wir alle. Alle hier, Älteren, Jüngeren, alle. Vorher gab es die beste Gang überhaupt, Chimshack, ne? Waren meine Onkels und so, die Älteren, die haben alles umgewendet. Weil früher haben wir immer die Schläge bekommen, die Türken, weißt du? Schläge in der Schule, wir wurden angespuckt vom Deutschen, alles, weißt du? 1, 2, 3, Respekt! Du stehst jetzt mein Red Bus. Wie empfindest du hier das Leben 36? Sehr gut, aber ein bisschen kriminell. Ja? Aber gefällt's dir, ja? Yes, na logo. Ondan sonra ne oldu amca oğlum? Dann haben wir uns gefragt, was ist das für ein Leben da draußen? Die 36er und Islamic Force.
Islamic Force war der musikalische Teil der 36er. Damals Teil verschieden. Kreuzberg, mein Ballade, Kreuzberg, geht an der Tür. Kreuzberg, mein Ballade, Milletti, Arthur, ist der ist, ist der ist. Rappi, in der Donner, geht in der Länder, ist der ist, wer ist der ist, überlebt in der. Acaba, nasıl yapıyorlar, bu işten hiç ama hiç anlamıyorlar. Kreuzberg, yolda hip hop, bizden. Bobby, Bülent İpek zaten. Bobby, also Bülent İpek war der Musiker bei uns und ich war damals Fighter in der Gang. Er hat die Musik gemacht und mich entdeckt. Da war ich schon im Knast. Er meint zu mir, dein Leben wird mal böse enden. Schau mal, was ich so mache. Islamic Force, the whole world is your home. Zum ersten Mal war jemand aus Deutschland da, der sozusagen aus mir herausgesprochen hat. Und das war Black Hair. Und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis. So geil, sowas gibt's und so. Du bist nicht alleine. So, es gibt auch andere Leute, die ersten Leute, die auch orientalische Samples benutzt haben. I'm all like the pop music, that's why we produce it. You like the Turkish melodies, or I can use it. But we have one condition, you gotta learn a lesson. Listen to real rap music, change your position. Also Bobby hat mir Sachen beigebracht, die konnte ich vorher nicht. Ich habe nicht mal im Traum daran gedacht, dass ich das könnte. Er war ja nicht nur ein Lehrer, er war auch wirklich, der war alles. Er war ein Freund, er hat uns immer wieder auf die Beine geholt, wenn es uns nicht gut ging. Bobby war immer da. Er hat sich vor allem die Zeit immer genommen, wenn er so kleine Jungs gesehen hat, die rappen wollten, hat er sich wirklich die Zeit genommen. Nauni Ritze hat er ganz oft gemacht und hat mit denen stundenlang gerappt oder Texte geschrieben. Wenn wir jetzt irgendwas erzählen müssen, mit Rap auf Türkisch für die Türken, dann schon irgendwie Sachen so, wo es jemandem hilft oder wo wir irgendwie sagen können, so, das haben wir für die Leute gemacht, die das anders nicht erklären können. Rap hat uns geholfen. Wir Jugendliche haben eine Perspektive bekommen. Wir haben uns aufgelehnt. Durch die Musik konnten wir uns ausdrücken. So hatten wir die Chance, etwas aus unserem Leben zu machen. Wer hat den Hip-Hop Mitte, Ende der 80er gemacht? Die ganzen Breakdance-Crews waren voller Gastarbeiterkinder. Und warum? Es kostet nichts. Es gibt in Deutschland viele türkische und kurdische Rapper und Crews, wie zum Beispiel Karkan, King Size Story, Islamic Force, Tech Rock, Freezing Rockers, Flying Steps aus Berlin, Kambetel, Karakan und dann nachher Kartel. With strong political messages in their music and by rapping in Turkish, the Kartel have given a voice to the 800,000 Germans that have a Turkish background. But they've also become megastars in Turkey itself. Überhaupt die Texte, die sind prima. Weil sie nur also von den Leuten hier von Deutschland nur reden. Wir sind hier geboren, hier aufgewachsen. Wir werden nie als Deutsche anerkannt, auch nicht als Türken. Auch in der Türkei nicht, auch als nicht aus Türken. Immer die, die aus Deutschland kommen, das ist es. Ausländer hassen. In der Zeit, wo türkischer Hip-Hop das erste Mal so plötzlich da war, im Mainstream da war, wie durch Kartel und Co., als ich das gehört habe, mein Bruder gerufen, nochmal angemacht, und ich sag, was ist das? Da hat er gesagt, das machen wir auch. Und dann haben wir angefangen, Rap zu schreiben. Bruder, so, oh Mann, ja, ich der graue Decke, alles scheiße, wo, wo, wo. Wir haben dann unsere ganzen Gefühle da so reingeballert. Im Übergang zur Pubertät. Gerade wo wir auch noch in die Pubertät und auf einmal die Emotionen und dicke Pickel im Gesicht und auf einmal Hormone, Mädchen und... Und unser nächster Künstler hat einen herzzerreißenden Song geschrieben über eine unglückliche Liebe und er selbst nennt seinen Style R&B-esque, also eine Mischung aus R&B und Arabesque, also was Neues. Und er ist nicht nur bei den türkischen Kids der Renner, nein, er ist Muhabbet. Ich liebe dich, dein King, die Frau.
überall kaufen? Ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber es gibt ein Problem, ne? Genau. Denn unsere Kids vor allem, die noch nie so im Saturnhaus eine CD kaufen oder irgendwo in einem anderen Markt, sagen zu uns, ja, ich war beim türkischen Händler und die haben deine CD nicht. Und ich sage, ja, ist doch normal, wir sind ja ganz normal. Also es scheint für die echten so ein Wunder zu sein, dass der türkische Sänger auf einmal im normalen deutschen Handel... Die Saturns und Mediamarkts waren überfordert. Da waren plötzlich Hunderte, wenn nicht über 1000 von Kids in einer Musikabteilung wie in Offenbach zum Beispiel, die das erste Mal in ihrem Leben zu einer Autogrammstunde gegangen sind. Und am Ende jeder Autogrammstunde musste ich die dann freikaufen, weil keiner von denen wusste, dass die diese CD bezahlen müssen an der Kasse. Die Hausdetektive standen vor mir und haben mir gesagt, ey, die haben geklaut. Ich habe gesagt, nein, die haben nicht geklaut. Die wussten nicht, die dachten, es wäre geschenkt. Vor allem, ich habe ja für Ich Esra Sevgili Rimle Mohabbet geschrieben, war voll fett mit dem Edding drauf, konnte sie auch nicht mehr zurückgeben. Mohabbet, alles was eine Umwandlung, eine Transformation gekriegt hat, ich fand das alles interessant. Und somit auch Mohabbet und auch sein Erfolg fand ich großartig. So wie er gesungen hat, es hat so gepasst. Es hat was mit der deutschen Sprache gemacht. Es hat was mit dem Arabesken gemacht. Ja? Es hat so in beide Richtungen einfach gesagt, ey, hier, und das ist es, was es jetzt ist. Nochmal, sie liegt in meinen Armen. Ihr, lauter. Es ist kein Zufall, dass es passiert ist. Es war auch unausweichlich, dass irgendwann mal der erste Kanake auf Deutsch irgendwas macht, was dann die Masse erreicht. Aber hätte ich gewusst, dass so viele türkische Musiker, Gurbetche, Menschen, die hier gelebt haben, so viel produziert und so viel Musik gemacht haben, in den Charts waren, millionenfach verkauft haben und sonst was, das hätte meiner Identität viel mehr geholfen. Jetzt fühle ich mich natürlich erfüllt. Ich gehöre jetzt so eigentlich einem sehr elitären Kreis an Gurbetches, die das Beste aus ihrer Situation gemacht haben. Und vorher dachte ich immer, ich wäre allein oder der Erste gewesen. Doch nicht so uns, wir haben doch genug Elend bei uns selber. Ich brauche die Leute nicht. Die feindlich sind uns gegenüber und das sind sie. Kenick for life, Kenick for life. Mein Bezirk, meine Blogs, alles ist meins, alles ist meins. Kenick for life, Kenick for life. Jetzt ist es tatsächlich endlich durchgebrochen. Es ist kulturell auch, die Brücken wurden geschlagen, die Kids machen das mit. Deutsche Kids reden auch ein bisschen türkischen Slang und arabischen Slang. Und wenn du manchmal so einen deutschen Kid auf TikTok da quatschen siehst, der sagt, Hamdullah, mir geht's gut und so, und du denkst, ah, okay, das ist ein Crossover. Kultureller Crossover ist passiert. Bei mir war es der Radiozuhörer, weißt du mal, der Heinrich 57 aus Bremen hat beim Sender angerufen und hat gesagt, wenn ihr das Jaule noch einmal anmacht, schalte ich nie wieder ein. So ein Feedback habe ich aus der Masse bekommen. Ich glaube, die Geschichte wird immer fortgeschrieben. Weil es gibt eine doch Verbindung, das ist der Rassismus. Mhm. Das ist der Rassismus. Der Rassismus führt dazu, dass man widerständig wird, dass man sich auflehnt in unterschiedlichster Form. Ja? Aber dann ich glaube wirklich, das ist dann nicht immer politisch korrekter, antirassistischer Rap. Ja. Aber so der Rassismus-Moment ist immer wichtig, weil es der Antrieb ist, zu sagen, ich bin hier, ich bleib hier und fuck you. Abi sen kısa var ya. Karaoke karaoke bir şey verdim. Ben onu bir kere var ya. Evet. Oho, bis das funktioniert, ist der Akku leer. The Bluetooth device is ready to pair. Dede misin? Dede, gib mal eine Zigarette. Die Schule war da drüben. Hier habe ich mich zum ersten Mal verliebt.
In diesem Park bin ich in die Musikwelt eingetaucht. Er bedeutet mir wirklich viel. So, hör zu. Ich fange ganz von vorne. Jetzt sind wir aufgeschmissen. Ich mach's kurz, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Warte, bis du dran bist. Habt ihr genug Film? Der fängt im Kindergarten an. Schau, schau, so sind die immer. Unsere Freunde sind gute Musiker. Wir hängen hier ein bisschen ab und hören Musik. Das war's schon. Seit ca. 20 Jahren machen wir hier Live-Musik. Allen gefällt das, es sei ihnen gedankt. Es geht munter so weiter. Ja, was soll ich noch dazu sagen, Freunde? Das Leben geht einfach weiter. Eine 40-jährige Freundschaft. 40 Jahre wandern auf der Wiese, gemeinsam essen und trinken. 40 Jahre mit den Durchgeknallten und Normalen auskommen. Das schafft nicht jeder. Für uns bedeutet der Park alles. Wir sitzen in dem Garten, aus dem Adam rausgeworfen wurde. Verstanden.